Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Sons of the Forest. Ich bin mittlerweile, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen stolz auf das Geschaffte. Das gefällt mir sehr gut. Auch das, ja. Das wird schön werden. Oh. Hey, Klassiker. Du Schnuckelhase. Richie? Babys. Hör mal auf so zu wackeln. Munition ist teuer hier von dem Scheiß. Boah, ganz ehrlich. Ja, gut. Hey, übertreib's nicht. Jetzt warte mal. Ich hab da eine Idee. Huch. Oh oh. Was ist denn? Warum passiert das? Blöd, 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 blöd. Hallo Baby. Ich habe da eine Idee. Und zwar. Kann ich? Ich würde den Bogen hier ganz gerne. Warum geht das nicht? Den Bogen kann ich hier nicht reindonnern. Ist das richtig? Das geht nicht. Die Armbrust? Okay. Wo ist denn hier? Ah, das geht. Okay. Hilft mir aber eigentlich gar nicht, ne? Einen goldenen Speer machen? Ja, hätte ja sein können. Na komm. Ciao. Jetzt kann ich mir das Elend nämlich von oben angucken. Ja gut. Also nicht nur das Elend, sondern auch hier wollte ich auch noch weiter bauen, ne? Ja, cool. Ja, auch das hier. Ja, wen haben wir denn da? Ja, wen haben wir denn da? Das Blöde ist, meine Fallen sind jetzt... Wenn die Baum steht und das passiert, ne, dann wäre ich sauer. Der kommt da nie wieder raus, der ist gefangen. Wenn ich mir überlege, wie das vor ein paar Stunden angefangen hat mit der Mauer und wie es jetzt gerade ausartet, ist schon nicht verkehrt. So, haben wir bald mal fertig gekocht hier.
ist denn der hin? Das ist ja spannend. Einmal kurz den hier. Virgi, was los? Ach so, er hier. Moin. Toll. Super. Schon, ist schon sexy. Doch. Niemand mag dich. Virgi, neben dir. Cool. Ja, es ist... Ich ziehe mich mal kurz an. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass wir relativ viel Rüstung bekommen gerade gleich. Draußen liegen ja auch noch zwei Blobs rum. Vielleicht, wenn sie nicht schon weg sind. Ah ja. Die sind schon weg. Cool. Schade. Das ist ja ärgerlich. Warum die spawnen die denn so schnell? Ey, ich hab's nur erlöst. Ich meine, guck's dir doch an. Diese Totgeborenen. Ja, genau so. Virgi! Warum schießt du auf mich? Jawollo. Er lebt immer noch. Ja, auf zu leben! Das ist kein Leben. Kalt, Hunger, ja gut. Ja, nun. Okay. Schade. Boah, meine Fresse. Okay, dann holen wir uns mal die Jolne Axt. Schön. Ich bin... Ich kann nicht durch Türen durchgehen. Ich bin... Es ist... nee, schön. Fällt mir. Ich wollte... das Tor machen. Dann versuchen wir das doch nochmal. Ob wir das irgendwie in schön hinbekommen. Oh. Warte mal, das baut man so nicht, ne? Ich müsste... Wie baut man das Tor nochmal? Das sind ja eigentlich Stämme. Ah, die müsste ich auf dem Boden bauen. Damit das überhaupt... Damit das so ein großes Tor wird, was dann aufgeht. Die Geschichte. Ha. Gut. Zwei. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja sehr ärgerlich. Das ist sehr schweres Aloe Vera, denke ich mal. Danke, Virginia.
Wie kriege ich ihn? Oh Gott. Wie kriege ich denn hier ein vernünftiges Tor hin? Das funktioniert jetzt ja so gar nicht mehr, wie ich mir das gedacht habe. Ist ja blöd. Ich glaube nicht, dass das irgendwie stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt hat hier seinen Finger drüber, ne? Angenommen. Angenommen, Virginia. Das geht nicht. Doch, das geht. Angenommen. Und wenn ich dann... Kann ich das dann daneben stellen? Das wäre eigentlich ganz schön. Verstehe. Hä? Okay, cool. So. Ich glaube nicht, dass das geht. Wäre sehr schön, wenn das geht, aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Weil dafür ist es ja gar nicht gemacht. Weißt du? Ich weiß, dass es so nicht geht, ist mir schon klar. Aber ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung, das System zu dribbeln. Ob ich die Motorsäge eigentlich auch? Ich meine. Probier nur mal gerade rum. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir auch nicht andauernd die... ich lese mir nicht immer die Updates durch. Was da jetzt nun... Was geht, was nicht geht, keine Ahnung. Deswegen probiere ich mal aus und schau mal, ob vielleicht irgendwie... Dinge funktionieren. Wäre total toll. Wobei, es macht so keinen Sinn, dass es so geht, also von der Spielmechanik her. Wäre ja Quatsch. Sieht aber eigentlich auch ganz cool aus. Habe ich ganz vergessen, dass es so cool aussieht. Aha. Wie hoch geht das denn? Ich kann hier jetzt logischerweise zwei Türen reinhauen. Das kann ich in Stein aber auch machen. Mir gehen echt langsam die Bäume aus hier, ne? Oh. So. Das wird so nicht funktionieren, allein weil das hier drauf steht. Mhm.
Ich überlege gerade, wie es gehen könnte, weil prinzipiell geht es ja so, ne? Das werden wir nochmal ausprobieren. Das baue ich schief. Naja, es hält sich in Grenzen. Wie gesagt, ich will nur noch mal kurz ausprobieren, wie es vom Prinzip her funktionieren würde und wie es aussehen würde und ob das Sinn macht, das so zu bauen oder nicht. Ich glaube, das muss andocken hier, ne? Sonst geht das nicht. Damit es eine gerade Wand ist. Nein. So, genau. Und jetzt könnte ich. Andersrum wäre cool. Genau, so wäre das ja eigentlich, ne? Also so hätte ich es mir jetzt gewünscht. Ist aber irgendwie noch nicht richtig. Türig ist es noch nicht. Warum nicht? Okay. So hätte ich es mir gewünscht. Das würde ich ganz cool finden. Dann braucht man die auch gar nicht anspitzen. Okay, ich habe gedacht, die muss man anspitzen dafür. Aber nichtsdestotrotz funktioniert das hier so natürlich nicht. Um nicht zu sagen, könnte hier unten natürlich dann so ein Tor hinbauen, aber geil ist das auch nicht. Ich hätte das Tor schon eigentlich ganz gern hier und dann geht das auf und so. Wäre schön. Ist aber leider. Das Spiel möchte das so nicht von mir. Das macht mich traurig. Sehr sogar. Ist schon wieder dunkel. Schön das aussieht. Gut, das ist schade, dass das so nicht geht. Bleiben wir nur bei dieser Zittertür hier, die wir da normalerweise haben. Nicht, aber eigentlich nicht geil. Das ist so nicht geil. Also, wie machen wir das? Ich würde einfach mal sagen, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie wir das machen. Weil ich habe eher eine Idee. Weil das wäre im Prinzip cool, aber. Könnte
Kann ich die ganze Tür nehmen und dann da oben einfach... Überlege innerlich noch. Wenn wir es irgendwie noch ein bisschen sinnvoller hinbekommt. Ja, nein, vielleicht. Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich probiere das mal aus, aber gerade jetzt bin ich aktuell ein wenig ratlos. Hier dockt irgendwas an. Das ist hier auch so. Hä? Ne, hier dockt nichts an. Aber hier drüben gerade. Vielleicht wegen dem Stein, ne? Okay, wahrscheinlich wegen dem Stein. Wenn man das umbauen könnte, wäre das ja auch nicht dumm, ne? Scheiße. Nickt da. Ja klar, natürlich. Was auch sonst. Ich wüsste auch nicht, wie ich das hier... Also ich würde das ja gern miteinander verbinden. Ich baue das jetzt mal hier hin. Einfach nur, weil das da andockt. Aber ich denke mal, das liegt an dem Stein, der da ist. Nee, es sieht auch... Also vom Grundgedanken wäre es eigentlich cool, ne? Das so in Stein einzuhausen. Tür auf, Tür zu. Wäre für ein Schloss schon ganz nice. Aber es scheitert gerade an der Umsetzung. Man könnte noch ein bisschen twixen. Das geht auch. Ich kann ja hier die Steine zusammenbauen, ne? Ja, jetzt die Frage, ob das geht. Haben wir noch ein paar Minuten Zeit? Ein paar Minuten Zeit haben wir noch. Probier das mal eben aus. War angenommen. Ich packe hier mal Steine hin. Kevin, bevor du jetzt hier komplett blöd rumstehst, hol mal bitte Felsbrocken und füll den Behälter. Such dir einen aus. Und blutet er denn? Das hat er schon wieder gemacht. So. Wie kann ich hier eigentlich vernünftig weiterbauen? Müsste doch... Ich sehe nicht, wenn das hier... Ich sag mal so. Keine Ahnung. Hab's jetzt nicht gesehen.
Ja, er müsste ungefähr hinhauen. Ne? So. So. Ja, gucken, ob das funktionieren könnte. Einfach nur mal von der Theorie her. Ob man hier einen Rahmen bauen kann. Und dann die Holztür rein. Würde ja theoretisch auch gehen, ne? Wenn wir jetzt den hier machen. Und den hier machen. Weißt du? Also prinzipiell wäre das doch mit Sicherheit machbar. Ja. Und dann... Ich kann hier nicht reinbauen, das ist das Problem, ne? Nee. Doch hier. Ging's hier nicht gerade? Moment. Wenn das geht, wäre natürlich mega. Dann baue ich noch mal um. Und momentan sieht es so aus, als ob es geht. Jetzt kenne ich mein Glück allerdings. Und weiß ganz genau, das ging jetzt aus irgendeinem Grund an dieser Stelle wahrscheinlich. Und es ist schief. Es ist jetzt schon schief. Aber eigentlich kann es ja nicht schief sein. Naja, gerade ist es aber auch nicht. Na komm. Oh, please don't. Das hat doch gerade... Leck mich. So, geht das jetzt hier? Guck mal, so. Also von der Theorie her... Also es könnte funktionieren. Dass das hier gerade scheiße aussieht. Ich meine, darüber braucht man nicht sprechen. Aber vielleicht kann man da ja noch ein bisschen... Hier sieht es ja gut aus. Vielleicht kann man ja noch ein bisschen dran rumfeilen. Also im Prinzip würde es funktionieren. Und das finde ich eigentlich gerade ganz nice. Auf jeden Fall spannend. Dann könnte man ja, also theoretisch, das hier reinbauen. Das könnte man ja auch theoretisch, weil, ne, und jetzt geht's, es geht ja jetzt noch weiter. Wenn der Rahmen steht, hilft mir das überhaupt nicht. Scheiße. Könnte ich theoretisch hier weiterbauen? Theoretisch. Aber Theo ist ein Arsch. Von daher ist eher die Frage, ob es praktisch genauso funktioniert. Mach ich nur zwei Steine? Okay. Warte mal. Was ja auch gehen müsste.
Also ich sag mal so. Das könnte funktionieren. Dann hätten wir hier unten einen Eingang. Ich glaube, wir werden das mal in der nächsten Folge ausprobieren. Mache ich die heute noch? Muss ich gleich mal schauen. Aber es geht. Und ich will, dass das so da irgendwie hinkommt. Ich kotze jetzt schon, aber gut. Entweder ist es ein Problem für Zukunftsdevor oder ich mache es gleich noch. Schauen wir mal. Wenn ihr das sehen wollt, ja, morgen wieder einschalten, ne? Bis morgen. Ciao.